Internet und YouTube. Wie ihr im letzten Part bemerkt habt, ist das Spiel einfach abgekratzt. Jetzt musste ich die Dialoge nochmal führen und jetzt bringen wir... Ich habe mich entschieden, ich mache jetzt das hier, weil wenn ich jetzt das anklicke... ...führt er mich zum liebenden Stein. Genauso wie das andere mit dem... Mopopop. Das hier. Ah, fuck you. Sorry, nicht wörtlich nehmen. Das, ich weiß nicht, was das hier... Okay, also dorthin. Egal. Jetzt habe ich natürlich das andere markiert, richtig? Hier. Schmuckstücke, frisches Fleisch und Gemüse. Greif zu, solange der Vorrat reicht. Solange es noch frisch ist, oder? Die Kaiserlichen denken, dass wir ihre... Wie er euch begrüßt. Hallo, YouTube! Okay. Ärger oder so? Ja, oder so. Kann man sagen. Du. Soll ich euch mitnehmen? Ja. Wohin soll's gehen? Nach Marki. Klettert wieder hinein. Dann sind wir weg. Gut. Diesmal will ich nicht zu Fuß gehen. Ich will das Haus. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Ich weiß, hast du... Bin ich drauf gekommen. Wart ihr schon mal in Markarth? Nein. Manche sagen, die Zwerge hätten die Stadt erbaut. Ich glaube davon aber kein Wort. Wahrscheinlich könnte ich diese Salze selber herstellen. Als ob ich eine Ahnung. Wow. Wuhu. Holy Jesus. Das sieht gut aus. Das sieht top aus. Hallo? Oh, Rex. Rexi. Reden? Reden. In Reach braucht ihr ein zuverlässiges Pferd. Das können wir euch bieten. Die sind alle so langsam, habe ich gehört. Ich muss den Kaufvertrag... Muss ich was zahlen? Hier in Markarth befindet ihr euch in der sichersten Stadt von Reach. Ja? Dann bleibe ich hier. So sieht es nämlich aus. Bleibe ich einfach hier. Kaufe ich mir hier was. 100 Parts später. Alle Quests für Markarth erledigt. Hier ein Haus. Ah, nee, doch nicht. Ich nehme ein anderes. Ein bisschen Schmuck für eure Reise nach Hause? Warum zieht der sein Schwert? Dieser Anhänger Dolch. Würde meiner Schwester sicher... Was ist denn hier los? Was? Hey, bekloppt? Ich kann euch nicht besiegen. Soll ich ihn töten? Ihr habt uns lange genug. Ich sterbe für mein Volk. Die Abgeschworenen sind hier in der Stadt. Alle zurückbleiben. Die Stadtwache von Markarth hat alles unter Kontrolle. Hier sind keine Abgeschworenen. Ich hab geholfen. Habt ihr diesen Irren gesehen? Ein Agent der Abgeschworenen. Hier in der Stadt. Wer war das? Wer sind die Abgeschworenen? Ich glaube, er hat in der Schmelzhütte gearbeitet. Viele dort sympathisieren mit den Abgeschworenen. Sie versprechen den Leuten, alle Nord zu vernichten, die Reach beherrschen. Nichts als Mörder und Saboteure. Das hat mir den ganzen Tag... Eine Frau angegriffen mitten auf der Straße. Es war zu spät, es tut mir leid. Ist bei euch alles in Ordnung? Habt ihr gesehen, was geschehen ist? Ja. Ich war dort. Er hat mich fast umgebracht. Ich höre das Geschrei. Es tut mir so leid. Ich hoffe, die Acht geben euch in Zukunft mehr Frieden. Das befürchte ich nicht. Oh, ich glaube, was? Das habt ihr verloren. Eine Art Notiz. Sieht wichtig aus. Hab ich? Gehört dieser Zettel euch? Was soll das bedeuten? Mein Zettel? Nein, das ist eurer. Er muss euch aus der Tasche gefallen sein. So. Was weißt du über den Angriff? Nein. Ich habe nur etwas frische Luft geschnappt. Hatte ein Met zu viel im Gasthaus Silberblut. Das ist die Luftwatsche, die ist nicht gut. Ich gehe dann mal wieder. Dankeschön, Dankeschön. Was soll denn das? Mein Gott, ich kam... Oh mein Gott, es tut mir so leid. Margaret, danke für dein Zimmer. Oh.
Ich hab ein Zimmer. Ich hab ein Zimmer. Das ging schnell. Okay, lesen wir das. Ja, ja, YouTube, neue Stufe. Ja, ja. Was? Da ist der Text gerade. Treff ich beim Schrein von Talos. Die Verschwörung der Abgeschworenen. Die Verschwörung, ja. Begib dich zum Schrein von Talos. Was zur Hölle soll das bedeuten? Was zur Hölle ist das? Ich hab's vergessen. Okay. Raus hier. Zuerst gehen wir hier rein. Nachher quartieren wir uns in Margarets Zimmer ein, oder? Seht ihr, Haus kaufen ist schon passé. Kommt rein. Im Gasthaus Silberblut gibt es hochprozentige Getränke und saubere Zimmer. Ja, hier ist es doch viel anständiger als in... Held. Im Gegensatz zu meinem Ehemann Klepper kümmere ich mich um unsere Gäste. Du. Wenn ich euch nicht helfen kann, schreit meine Frau mich bestimmt so lange an, bis ich es doch kann. Glaub mir, das Drachenblut naht. Ich habe einen Kaufvertrag für euch. Ah, Bully hat endlich jemanden geschickt. Das wurde auch Zeit. Ich warte schon seit Wochen. Nun, vielen Dank dafür. Einen schönen Tag euch noch. Das war's? Habt ihr nicht etwas vergessen? Was? Oh, wie konnte ich nur? Eure Belohnung, natürlich. Hier, bitte. Tut mir sehr leid. 100. Oh, Stahlbahn, Silberbahn, Eisenbahn. Arbeit? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Alright. Tötet den Drachen, kein Problem. Gibt's irgendwelche Gerüchte in letzter Zeit? Die Gain, der Bettler, ist selbst schuld, dass er aus dem Tempel von Dibella geworfen wurde. Er hat einen ganz schönen Krawall veranstaltet. Sprich mit The Gain. Magie, nein. Zimmer, nein. Okay. Denkt daran, in Markart ist Met billiger als Blut. Beachtet das Geschrei gar nicht. Meine Eltern zanken dauernd miteinander. Was geht denn? Ich will hier nur sauber machen. Habe ich deinen Besen weggenommen? Sorry. Mein Vater ist großzügiger, als er zeigen will. Er gibt mir jede Menge Taschengeld. Das ist schön. Hier ist es schön. Was ist hier? Ist das mein Zimmer? Ich denke nicht. Ihr braucht etwas? Ich bin das, was man gemeinhin einen Glücksritter nennt. Macht mir ein Angebot. Vielleicht kämpfe ich dann an eurer Seite. Mit dem Krieg und all den Gefahren kann man heutzutage einfach nicht... What do I need? Gesundheit, Ausdauer? Ich nehme Ausdauer. Dankeschön. Ich will genug sein. Ogmund! Für den richtigen Preis halte ich euch den Rücken frei. Hört ihr auch diese Musik? Was kann ein alter Skalde für euch tun, hä? Ein Skalde? Ist das so eine Art Barde? Könnte man so sagen. Ich schreibe über die Dinge, die ich gesehen habe. Die Schlachten, in denen ich gekämpft habe. Als ich noch jünger war, habe ich mir einen ziemlich guten Namen gemacht. An der Bardenakademie werden immer noch einige meiner Werke als Unterrichtsstoff benutzt. Schön. Redekunst? Nun, dann seid ihr am rechten Ort. Holy. Jesus. Pff. Weißt du's bist, oder? Was soll's? Bisschen Geld ausgeben. Allzeit euch auf, gute Kämpfe euch. Oder noch besser, bezahlt mich und ich übernehme das für euch. Du. Ihr seid ein Kämpfer, wie wär's mit einer kleinen Wette? Okay, ihr habt etwas über eine Wette gesagt? Ich bin betrunken und es ist eine Weile her, dass ich einen guten Kampf hatte. Ich wette 100 Septime, dass ich euch besiegen kann. Mit meinen bloßen Händen. Abgemacht. Das nenne ich Kampfgeist. Dann mal hoch die Fäuste. Einen Augenblick, mein Freund. Einen Augenblick. Ist das
Ich hab doch Eisenhände bekommen. Gilt das? Oder... Ach nee, nicht Eisenhände. Quatsch. Habe ich das weggeschmissen, oder? Oder ihr gegeben? Hatte ich nicht so Handschuhe des Faustkämpfers? Das hier. Ha! Jemand muss dir helfen! Hey, hey! Ist das alles, was ihr könnt? Da geht schon noch mehr. Da sitzt er. Und... Warte, ich hole aus und... Bam! Ich hole aus und... Gott. Bleib doch mal stehen! Niemals, ich tänzel wie Rocky im Ring, Baby. Hast du genug? Moment! Ich kann immer noch kämpfen. Nein, nein, kann ich nicht. Okay. Ihr habt verloren. Fairer Kampf. Yes. Hier, nehmt es. Alright. Eine kleine Lektion. Erteilt. Wen haben wir noch? Dich. Ich bin nur zum Trinken hier. Gute Einstellung. Wisst ihr etwas über die Abgeschworenen? Ich habe mit diesem Unsinn nichts zu tun. Ich will nur arbeiten. Oder trinken. Also gut. Was also gut? Okay. Mein liebster Saufkumpan. Besorgt mal ein wenig mehr. Almosen. Ich glaube, ich sagte Almosen, Schandmaul. Helft einem verkrüppelt. Ja, endlich. Ja. Und jetzt verzieht euch. Ja, einen ganzen Haufen. Seht ihr diesen Tempel? Da, ganz oben? Nein. Diese Frauen wollen unter sich bleiben. Lassen den armen Degain nicht rein. Nein. Nicht einmal zum Gucken. Aber die haben einen Schatz da drin. Eine Goldstatue in der Größe eines Kindes. Wer weiß, was sie damit machen. Aber ich weiß, was ich damit tun werde. Wollt ihr, dass ich es stehle? So sollten wir das nicht nennen. Wir wollen doch nicht, dass die Diebesgilde von uns Wind bekommt, was? Nein, ihr sollt einfach reinschleichen und versuchen, das Ding rauszuholen. Ich warte hier und zahle euch die Hälfte dessen, was mein Interessent in Rifton mir versprochen hat. Damit helft ihr einem alten Bettler. Den Göttlichen gefällt sowas. Ja, tatsächlich. Zum Licht war das Dunkel, es lebt die Legende. Fürwahr, das Drachenblut ist da. Da hast du ihr recht. Solltet mit meinem Vater Kleppre sprechen. Ich mache hier nur sauber. Alright. Mehr Quests, mehr Quests. Ich... Quille... 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 Was ist hier passiert? Was zur Hölle? Ach, das war ich. Das war ja... Exakt. Räumt das hier niemand weg? Lassen wir die Leichen hier in Markat einfach wir so liegen. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. Das sieht echt top aus hier. Ihr wisst also nichts über dieses Haus? Wow. Nein. Habt ihr gesehen, dass jemand hinein oder hinausgegangen ist? Seltsame Lichter oder ungewöhnliche Geräusche? Es ist verlassen und das war es schon immer. Entschuldigt, aber wisst ihr etwas über dieses Haus? Habt ihr gesehen, dass jemand hinein oder hinausgegangen ist? Ich habe nichts gesehen. Warum, fragt ihr? Ich gehöre zu den Wächtern von Stendar. Wir vermuten, dass dieses Haus zur Daedra-Verehrung missbraucht wurde. Böse Rituale und so weiter. Brauchst du Hilfe? Ich wollte eigentlich gerade hineingehen. Gut, jemanden zu haben, der mir den Rücken deckt. Folgt mir und seid wachsam. Daedra sind mächtige und verschlagene Kreaturen. Man weiß nie, was einen erwartet. Das Haus des Schreckens. Und wieder machen wir nichts von dem, was ich mir vor... Nee, ich habe den Kaufvertrag. Und ja, so ist es. Danke fürs Zusehen, YouTube. Macht's gut. Tschüss.